Ja, soweit erstmal im Großen und Ganzen über die Anlage, die ich da jetzt zusammengebaut habe. Ihr habt ja jetzt in den Videos gesehen, was da so alles dazugehört. Also wie gesagt, es war kein Thema, es war wirklich kein großes Problem. Ja, ich zeige euch jetzt mal die fertige Anlage. Das ist ja jetzt schon 4 Wochen hin, dass ich da mal angefangen habe. Ich zeige euch jetzt die fertige Anlage, wie ich das Einzelne hier so eingebaut habe und konfiguriert habe, was wo steht und wie ich das dann so mehr oder weniger zusammengesteckt habe. Und zeige euch dann später noch das Ergebnis meines Belastungstestes, weil ich musste ja noch herausfinden, wie lange es dauert, bis der Lüfter von meinem neuen Wechselrichter angeht und ob der überhaupt ein Geräusch macht. Schauen wir mal. Okay, und los geht's. Rundgang zu meiner Solarinselanlage. Fangen wir an mit dem Solarregler. So, da hängt das gute Stück. Ihr seht's. Das wäre jetzt von der Firma Renogi der Rober 20 Ampere. Ist betriebsbereit. Die LED oben blinkt. Die Batterie wird mit einer Erhaltungsladung gerade geladen mit 3,6 Volt. Hier neben dran das Teil, hier, das da, das ist 12 Volt Autosteckdose, Zigarettenanzünder, ja, wie man so schön sagt. Also da kann man dann so einen typischen Zigarettenanzünderstecker reinstecken. Also hier zum Beispiel, ja, ihr seht hier sowas, ja, sieht man so einigermaßen. So ein Teil. Und dann hat das USB-Ausgang und je nachdem welches Smartphone oder was ihr überhaupt anschließen wollt, gibt es verschiedene Adapterstecker, also USB 3 und passend dazu habe ich dann hier die entsprechenden Stecker mit Besuch kommt und das Ganze kommt dann hier rein und dann den Lastausgang einschalten, gut ist und unten das Smartphone dran. So, hier ist das Smartphone dran und los geht das Laden, ne? Ja, so, machen wir das Ganze wieder aus. Jetzt hier runter, hier unten. Ihr seht also, das ist der Wechselrichter, den ich jetzt gekauft habe, nachdem ich den Bestech ausprobiert habe, der mit seinem Lüfter mich da so ein bisschen genervt hat. So, das ganze Ding ist in Betrieb. Ihr seht hier, die grüne Kontrollleuchte ist an. Und liefert mir jetzt Strom hier rüber zu meinem Ladegerät für die Kamera. Ja, und hier haben wir so ein kleines 230 Volt Lämpchen noch dabei. So, hier guckt, so sieht das dann aus. Ja, Nachttischlampe, wenn man hier übernachten will, ansonsten einfach interessant zu sehen und als Information, Achtung, Achtung, der Wechselrichter ist jetzt noch an, der geht ja direkt auf die Batterie, ohne vom Solarregler dann irgendwann abgeschaltet zu werden, wenn die Spannung bei der Batterie zu wenig wird, achtet darauf. Dieser Regler hat zwar auch eine Unterspannungsabschaltfunktion, ach, geiles Wort, die geht aber irgendwo bei 10,8 Volt geht die los und löst aus und bis dahin ist eure Batterie natürlich dann schon komplett im Eimer. So, hier, ihr seht das, wie halte ich es am besten? Ja, einfach mal so. So, ihr seht es. So, hier ist eine 20 Ampere Sicherung eingebaut. So, das ist das Pluskabel, das vom Solarpanel kommt und in den Solarregler reingeht. Hier seht ihr es nochmal. So. Das ist hier, da geht es rein. So, und wenn ich jetzt hier irgendwo ein Problem kriege, Kurzschluss oder was auch immer, löst die Sicherung aus und rennt das Solarpanel vom Solarregler. Das ist eine Sicherung, jetzt wird sie getrennt. Ja, und ja, dann checkt man, wo das Problem liegt, dass es einen Kurzschluss gab und dann kann man das Ganze einfach hier wieder zumachen. So, ich zeige es nochmal kurz hier so getrennt. Ja, wieder in Betrieb.
Ich finde das praktischer als Schmelzsicherungen. Da muss ich jedes Mal eine neue Sicherung einsetzen. Und hier reicht es dann, wenn ich die Sicherung gerade wieder aktiviere. Mein Wechselrichter hier wird jetzt langsam warm. Ich habe hier ein Ladegerät dran und habe hier 230 Volt eine Glühlampe dran. Bis jetzt läuft der Lüfter noch nicht los. Schauen wir mal, ob irgendwann nochmal das ganze Ding mal so warm wird, dass er dann anfängt, den Wechselrichter zu kühlen. Hier im Gartenhaus habe ich jetzt Lampen installiert, und zwar für 12 Volt, und zwar sogenannte 12 Volt LED-Filamentlampen. Das ist das Teil, was da innen drin ist. Ihr seht das, ja. Die gehen direkt auf den Lastausgang vom Solarregler. Also wenn ich den jetzt einschalte, dann geht das Teil hier an. So, so sieht das dann aus. Wie gesagt, die brauchen 12 Volt und irgendwie so 4 Watt. Das ist also ja, verschwindend gering. Ihr saugt damit auf jeden Fall mal nicht eure Batterie leer, und auch das Solarpanel schafft das mal ganz locker. So, das sind also diese Filamentlampen. LED-Filament, seht ihr hier. So, Filament, und ich versuche die jetzt hier mal so einhändig rauszufummeln. So sehen die dann aus, so sind die verpackt. Die bekommt ihr im Internet bei Amazon. Es ist schöne Lampen, schön hell. Im Video, unten in der Videobeschreibung, habe ich da auch den Link für euch passend. Da ist nochmal das gute Stück. LED, 12 Volt, Filamentlampe, 4 Watt das Ganze. Ja, und E27 Gewinde. Es passt also in ein E27 Standardgewinde. Ihr könnt hier mit entsprechendem Umbau könnt ihr jede normale Lampe könnt ihr hier mit so einer 12 Volt LED Filamentlampe ausstatten und entsprechend dann auch mit 12 Volt betreiben. So sieht das Ganze aus. Mitten im Grünen, da hinten etwas versteckt hinter den Bäumchen, ist das Gartenhaus. So. Und da oben auf dem Dach, da oben, ja, ich muss hier ein bisschen Dschungel durchkämpfen, da oben auf dem Dach, ja, da oben, da ist das Solarpanel und der Wasserschlauch, der mir für meine Solardusche, ja, warmes Wasser liefert. So weit, so gut, oder wie der Amerikaner sagen würde, ja, so far, so good. Das war's, was ich euch zu dem Bau meiner eigenen Solarinselanlage erzählen konnte. Ich hoffe, es hilft euch weiter bei dem Bau eurer eigenen Anlage. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es mir in die Kommentare. Vielleicht habt ihr noch Tipps und Tricks, schreibt es dazu. Ich würde mich freuen, euch bei einem meiner nächsten Videos wieder zu sehen, wieder auch mal über ein Thema zur Fotografie. Und natürlich fände ich es super, wenn ihr meinen Kanal abonniert, wenn ihr mich liked und beim nächsten Mal wieder zuschaut. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und viel Spaß mit Fotografie.